Hallo Florian, obwohl du bereits schon ein reichliches halbes Jahr hier bist, möchten wir dich auf diesem Weg trotzdem nochmal ganz offiziell herzlich willkommen heißen beim SVG. Du warst dein ganzes Fußballerleben Spieler von Motor Marienberg, hast dort viele Jahre überwiegend in der zweiten Mannschaft gespielt, warst absoluter Leistungsträger und hast dich dann überraschend für einen Wechsel nach Großsackerswalde entschieden. Wir würden gerne mit dir ein wenig über die Hintergründe reden und dich mit ein paar Fragen, vor allem bei denen so ein wenig vorstellen, die dich vielleicht noch nicht so genau kennen. Wie gerade erwähnt, du bist nun schon gute 6 Monate hier. Wie hat dich die Mannschaft aufgenommen und welche Zwischenbilanz ziehst du für dich persönlich? Meine Zwischenbilanz ist eigentlich also komplett nur positiv. Es ist mir nicht schwer gefallen, eigentlich in die Mannschaft reinzukommen, weil ich eben schon aus dem Jugendbereich viele Leute gekannt habe, viele Jahre gegen die gespielt habe, wie in Clemens oder auch in Patrick. Und man hat sich außerhalb des Fußballs ab und zu mal getroffen, gesehen, mal ein Schwatzen miteinander gehalten, und da ist es in das Team reinzukommen eigentlich relativ einfach gefallen. Wie ist der Wechsel ausgerechnet zum SVG eigentlich zustande gekommen? Also ich habe ja nach der Saison, die ja für mich oder relativ gut gelaufen ist, ich habe mich gut noch gefühlt, so körperlich, war alles tipptopp, und habe mir dann doch gedacht, bis jetzt mit deiner damals 27 Jahre in einem Alter, wo du sagst, wenn du es nochmal ein bisschen weiter oben versuchen willst, dann jetzt oder dann gar nicht mehr. Ja, und wahrscheinlich irgendwie kam dann mal die Anfrage, so nach der letzten Saison von Großsackerswalde. Ich musste eigentlich nicht lange überlegen, weil ich mir vorher schon überlegt habe, probiert man es nochmal weiter oben. Und Großsackerswalde, das war mir auch wichtig, dass ich oder wo Fußball spiele, woanders außerhalb von Marienberg, was nicht so weit ist, dass nicht irgendwie große Vorstrecken erst zurückzulegen sind. Und was auch natürlich noch ein Punkt war, ich war ja schon glaube ich, vor 2 Jahren schon mal hier zum Probetraining, habe mich dann damals doch dazu entschieden, nochmal beim Marienberg zu versuchen. Und dadurch kannte ich das alles schon ein bisschen hier, und da war der Schritt dann eigentlich entweder zu Großsackerswalde oder ich wäre in Marienberg geblieben. Was sagst du denen, die dich vielleicht für einen Wechsel zu uns verurteilen? Ja, im Vornherein erstmal, die haben eigentlich keine Ahnung. Ich muss dazu auch sagen, ich habe wohl in letzter Zeit, also viele, wo ich auch gedacht hätte, die hatten ein Problem damit, dass ich weggegangen bin, haben mir auch im Nachhinein noch gesagt, dass es für mich persönlich der richtige Schritt gewesen ist. Also man merkt dann auch, dass doch da manchmal diese Vereinsbrille ein bisschen abgelegt wurde, und die dann auch das gesehen haben, dass es für mich persönlich schon ein richtiger Schritt gewesen wäre, eben in dem Gesichtspunkt, dass es einfach nochmal ein bisschen weiter oben zu versuchen. Also hatte zusammenfassend gesagt, nichts irgendwie mit Motor oder irgendwie zu tun. Es Nein, ging wirklich nein, nur nein. rein sportliche Nein, rein Gründe und sportlich. Wie gesagt, also ich muss immer sagen, also vor allem, was ich letztes Jahr in der zweiten Mannschaft Marienberg miterlebt habe, das war eine Top-Mannschaft. Ich habe immer noch viele, sind meine Freunde, also Freundeskreis ist das. Und wie gesagt, also das war kein Punkt für den Wechsel. ist. Schließt sich eine kleine Frage an. Warum hat es eigentlich nie geklappt, sich vielleicht beim Motor für die Landesklasse zu empfehlen? Ja, ich sag mal, ein bisschen lag es auch mit an mir selber, an meinem persönlichen Charakter vielleicht. Und ich muss dazu sagen, in Marienberg ist oder die Position, die ich vielleicht hätte spielen können, auch echt gut besetzt. Und da habe ich mir gedacht, das sind meine Chancen, woanders das zu versuchen, besser als in Marienberg. Okay, wenn ich richtig informiert bin, hast du bisher ausschließlich, also sowohl in der Jugend als auch bei den Herren, für Motor gespielt. Sicher war dadurch dieser Schritt für dich nicht so einfach. Wie würdest du denn allgemein deine Zeit, die ganzen Jahre in Marienberg zusammenfassen? Eigentlich kann man nur das positive Fazit ziehen. Also in Marienberg hat man, egal, also die Voraussetzungen, um Fußball zu spielen, sind gut gewesen. Ich habe von der F-Jugend bis zur A-Jugend jede Jugend durchspielen können. Also das Fazit ist eigentlich rein positiv. Man hat viel gelernt, man hatte gute Trainer, also kann eigentlich nichts Schlechtes sagen. Kommen wir zur aktuellen Saison. Ich habe es bereits eingangs erwähnt, du warst in den letzten Jahren einer der herausragenden Spieler auf Kreisklasse-Ebene, hast immer eine Vielzahl an Toren geschossen und warst absoluter Leistungsträger bei Motor 2. Nachdem es für unsere Spieler im Sommer eine Etage höher ging, ging es für dich durch den Wechsel gleich 3 Ligen höher. Wie hast du die Anpassung an die Spielklasse gemeistert und was war dabei die größte Herausforderung oder sagen wir mal der größte Unterschied zu davor? Ja, gemeistert.
selber konditionell sich ein bisschen auf die Saison vorbereitet, weil es ist schon der Unterschied, ob man in der Kreisklasse oder eben in der Landesklasse Fußball spielt. Und der Unterschied, den ich so gemerkt habe, ist einfach die Geschwindigkeit. Also du musst dich viel mehr oder viel schneller entscheiden zu spielen oder alleine was zu machen, wie in vielleicht ein paar Ligen weiter unten, wo du mehr Zeit hast, Entscheidungen zu treffen. Also das ist eigentlich der größte Unterschied. Und eben auch die Qualität der Gegenspieler ist natürlich einfach höher. Also wie vielleicht weiter unten. Sportlich hast du dir deinen Wechsel sicher anders vorgestellt, also rein mit Blick auf die Tabelle. Persönlich aber lief es für dich ganz gut. Du warst von Anfang an richtig nah dran und fast immer in der Startformation. Und das auch, nachdem einige Leistungsträger zurückgekehrt sind. Hättest du selbst damit gerechnet, dich so schnell unter den ersten 11 festzuspielen? Also vor der Saison, ich habe es mir erhofft, dass es so kommt, aber eigentlich davon ausgegangen bin ich natürlich nicht. Also ich habe gedacht, vor allem Anfang der Saison, jetzt ohne das einzubeziehen, dass viele sich verletzt haben oder eben verletzt angefangen haben, habe ich eigentlich gedacht, dass ich so die ersten paar Spiele erstmal eben reinkomme und mich erstmal ein bisschen rantaste. Das ist ja auch ein Unterschied, ob man schon jahrelang in dieser Formation zusammenspielt. Ich bin ganz neu reingekommen, also davon ausgegangen bin ich nicht. Du wurdest auf vielen Positionen ausprobiert. Der Trainer hat dich anfangs eher als Linksverteidiger gesehen, wobei viele dich am ehesten im Sturm erwartet hätten, wo du dich ja auch mehrere Spiele zeigen konntest. Welche der beiden Positionen liegt dir eher und warum? Also, ich glaube, Außenvertreter habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie gespielt gehabt und es war wirklich ans kalte Wasser geworfen. Ist auch nicht so gut gelaufen. Ja, und wenn ich jetzt die beiden Positionen vergleiche, dadurch, dass ich offensiver vielleicht mehr Qualität habe wie vielleicht defensiv, würde ich schon eher dazu tendieren, im Sturm dann eingesetzt zu werden. Okay, hast selbst angesprochen, was nicht so erfolgreich war. Wir haben natürlich keine so gute Vorrunde hinter uns. Wir konnten aber zum Ende hin unser Können schon unter Beweis stellen und Spiele entweder enger gestalten oder sie sogar gewinnen. Spricht man mit fachkundigen Zuschauern und vielen SVG-Fans darüber, fällt in diesem Zusammenhang immer wieder der Name Florian Schneider. Kannst du dir vorstellen, warum? Es schmeichelt mich natürlich, sowas zu hören. Ja, vielleicht weil wir einfach ein bisschen was anderes gemacht haben und mich vielleicht, oder wie soll ich das sagen? Oder vielleicht, ich habe eben endlich mal das spielen können, was ich auch die Jahre zuvor gespielt habe, was mir auch liegt, wo ich weiß, wie ich mich verhalten muss in manchen Situationen. Also für mich persönlich war es Schritt in die richtige Richtung. Und es ist natürlich auch, dass es in letzter Zeit besser gelaufen ist, weil eben auch gewisse Leute, die verletzt waren, wieder zurückgekommen sind, wie zum Beispiel der Clemens, der ja nur wirklich ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist. Und dadurch, dass eben auch dann über mehrere Spiele wieder die ähnliche Formation gespielt werden konnte, hat sich natürlich das positiv dann auf unsere Ergebnisse der letzten Spiele ausgewirkt. Okay, ich würde noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was ich eigentlich gemeint habe, ist, wie gesagt, du hast viele Positionen gespielt, bist aber dann die letzten Spiele mehr im defensiven Mittelfeld aufgeboten worden. Und was ich angesprochen hatte, viele Zuschauer sehen halt da einen großen Vorteil für uns, weil du halt sehr viel Räume zuläufst, sehr aktiv bist. Hast du schon mal im defensiven Mittelfeld gespielt und warum fühlst du dich da aktuell so wohl? Für mich ist immer wichtig, also um das Spiel relativ gut für mich persönlich zu gestalten, ist, dass bei mir ich öfters mal einen Ball habe, die ersten Aktionen. Die müssen bei mir funktionieren, gut werden und das tut sich dann auf mein späteres Spiel auswirken. Und wenn ich sage, mir ist es auch lieber, ich habe das Spiel vor mir und kann eben das bisschen, ich sag mal, klingt vielleicht ein bisschen aber mir ist es lieber, wenn ich es ein bisschen mit dir regieren kann. Also so, dass ich bin nicht so unbedingt auch vielleicht von der Geschwindigkeit der einen Ball fordern kann in der Gasse, also es ist nicht so, sind nicht so meine Stärken. Da ist das Passspiel, was eben im defensiven Mittelfeld mehr gefordert oder gebraucht wird. Vielleicht liegt mir dann mehr. Allgemeine Frage, wie siehst du die Liga im Allgemeinen? Ich sag mal, wir sind jetzt relativ weit abgeschlagen, Euronhau ist relativ weit vorne. Eigentlich, ja, wie siehst du das? Ja, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, wie vielleicht Olbernhau, weil die sind ja wirklich. Die werden nur durchmarschieren. Also bis du vielleicht auf Olbernhaus gehst, bin ich der Meinung, dass trotzdem eigentlich jeder jeden schlagen kann. Also das sieht man eigentlich in den Spielen der Hinrunde, dass viele Mannschaften aus dem Unterbereich gegen welche von oben gewonnen haben.
Also, wie gesagt, bis auf Auburn-Howe ist es eigentlich eine sehr ausgeglichene Liga, meiner Meinung nach. Worauf würde es deiner Meinung nach ankommen, dass wir vielleicht doch nochmal ein ernstes Wort in Sachen Nichtabstieg mitreden können? Ja, wichtig ist für uns vor allem, dass der Kader jetzt in der nächsten Zeit so zusammenbleibt, keine schwerwiegenden Ausfälle passieren. Wichtig fürs Spiel ist, dass wir unsere Fehler abstellen, die uns öfters schon mal das Genick gebrochen haben. Und was vielleicht, oh, wenn man jetzt so einige Spiele sieht, was oh, manchmal ein bisschen Probleme war, unsere Chancenverwertung. Also in der Landesklasse bekommt man nicht im Spiel 10 hochkarätige Chancen. Da muss man eben aus zwei Möglichkeiten, um mal dann Tore machen. Das war bei uns dann eben leider manchmal das Problem, was uns dann eben leider das Spiel verlieren lassen hat. In dem Zusammenhang stellt sich natürlich auch noch eine andere Frage, wie ist eigentlich so die Stimmung in der Mannschaft? Ich meine, wenn man so lange oder so viel Niederlagen jetzt hat, wird sich da zerfleischt oder wie ist? Ja, das hat mich eigentlich auch ein bisschen gewundert. Eigentlich so, vielleicht bis auf nach den Spielen, die eben leider verloren worden sind, war es eigentlich so, nach den Trainings, eigentlich vor den Trainings, eigentlich immer eine relativ gute Stimmung. Also man hat auch nicht groß immer über den Fußball geredet, man hat es immer probiert, vielleicht nicht unbedingt immer anzusprechen. Man hat eben dann wirklich so mehr sich im privaten Bild unterhalten und eigentlich so, aber so an sich war die Stimmung in der Kabine, wenn ich jetzt so die Trainingseinheiten einbeziehe, eigentlich immer gut. Aber wenn wir sicherlich jetzt ungern drüber reden, aber wie würdest du denn mit dem möglichen Abstieg umgehen? Und zweite Frage, wo spielst du im kommenden Jahr und was sind deine persönlichen sportlichen Ziele? Also damals, wo ich mich eigentlich entschieden habe, zu Groß-Eckernswalde zu kommen, da war diese Entscheidung, in der Landesklasse zu gehen, wieso noch nicht entschieden. Also bin ich davon ausgegangen, eigentlich in der Erzgebirgsliga in Groß-Eckernswalde zu spielen. Und aus dem Grund wäre für mich ein Abstieg, also ich würde trotzdem noch weiterhin gerne hier Fußball spielen. Ich fühl mich wohl hier und würde das die nächsten Jahre auch gerne noch hier weiter praktizieren. Letzte Frage zum Abschluss. Vervollständige bitte folgenden Satz. Es war für mich eine erfolgreiche Rückrunde 2017, 2018, wenn. Wenn eine erfolgreiche Saison wäre, für mich persönlich, wenn man, oh, wenn es vielleicht von der Tabelle her nicht reichen sollte, wir trotzdem das Bestmöglichste rausholen. Oh, wenn es vielleicht dann, es gibt ja auch noch die leider die Gefahr, dass es, wenn von der Landesliga mehrere Mannschaften kommen, wir es nicht schaffen sollten, aber dass wir vielleicht wenigstens die Abstiegsplätze, die jetzt im Fest sind, vielleicht noch verlassen, dann wäre es wirklich. Bin ich damit zufrieden? Okay, Florian, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg mit dem SVG und für deine persönliche Zukunft. Und ja, ich denke, dich haben alle jetzt näher kennengelernt.